Jo, Servus und Hallo, zurück zu einer weiteren Folge Singularity und ich glaube, es spitzt sich ziemlich zu. Ich glaube, wir laufen dem Ende entgegen. Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Okay. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Ja, danke. Wir haben in der letzten Folge ja etwas stärkere Waffe bekommen. Aber ich sag's euch, die Allergie, es ist der Wahnsinn. Ziemlich cooler Sound. Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Wir müssen ihn da rausholen. Nein. Eine Bombe. Eine E99-Bombe. Raus hier. Sofort raus hier. Oh yeah. Müssen wir das Ding halt eigentlich killen? Schaut nach einer Sequenz aus. Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung? Oder auch nicht? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das ZMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. RIP. Du Ei. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Ja? Yeah. Das ist es. Ach so, okay. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Ah. Ganz am Anfang. Ich weiß wieder. Stimmt. Ihn haben Sie verändert. Und ihn müssen Sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Ich hab den in den Kopf geschossen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Ich hab ihn... Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Ich hab seinen fucking Kopf geschossen. Renko, stopp! Der Mitchef darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind, Renkov, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie, aber Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, ich habe den Sie Typen im wollen, Kopf Renko? Geschossen. Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer, er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZNG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. So, stopp. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würde mich echt interessieren. Schreibt es mir bitte wirklich in die Kommentare, wen von den beiden ihr töten würdet. Würdet ihr Demichev töten oder würdet ihr Barisov töten? Ich muss ganz ehrlich sagen,
Mir ist es wichtiger, wie sich die Welt weiterentwickelt, als dass ich alles Mögliche auf der ganzen Welt habe. Und deswegen werde ich jetzt einen Demi-Chef töten. Mein Gott, er ist tot. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Wo ist mein Zeitspalt? Ist er jetzt wieder grün? Nein, der ist auch noch rot. Naja, dementsprechend werde ich jetzt auch ihn töten. Nein, Captain! So schaut's nämlich aus. Mit dem Tod von Dr. Barisow und Kanzler Demichev stirbt auch das Wissen über E99 und Katorga 12. Sie verschwinden und werden in den kommenden Jahren zur Legende. Die meisten glauben, sie hätten nie existiert. Der Verbleib des ZMGs ist unbekannt. Wochen vergehen, bis die Leichen von Demichev und Barisow entdeckt werden. Die Morde werden nie aufgeklärt. Der Tod von Kanzler Demichev ist der erste Schritt zur Auflösung von Russlands Vormacht in der Welt. Die UdSSR zerbricht schnell in rivalisierende Fraktionen, die um Macht ringen. Auf dem ganzen Globus brechen Kriege aus. Millionen von Menschen sterben. Durch die neu gewonnenen Freiheiten wächst Mir 12 an Größe und Einfluss. Während sie ihren Kampf gegen das russische Militär fortsetzen, jagen sie gleichzeitig Dr. Barisows Mörder. Bis heute ohne Erfolg. Als das ZMG von Katorga 12 entfernt wird, destabilisiert sich die Singularität. Eine massive Explosion zerstört die Ostküste Russlands. Sie erstreckt sich bis zum Gefängnisstaat Alaska. Eine Gruppe Katorga 12-Kreaturen entkommt aufs russische Festland und überrennt Neuchina. Es gibt Gerüchte über eine Geheimarmee, die Teile der ehemaligen USA übernimmt. Der Anführer ist nicht bekannt, aber man sagt ihm nach, er sei gnadenlos und vernichtet alle, die ihm im Weg stehen. Man glaubt, er wolle die Weltherrschaft an sich reißen. Seine Anhängerschar wächst täglich. Manche behaupten, er kann über unglaubliche Kräfte verfügen, als könne er die Hand Gottes steuern. Die Hand Gottes, meine Lieben, das waren wir. Das waren wir in dem ganzen Let's Play. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch mega, mega viel Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich coole Zeit. Es war ein sehr, sehr nices Game. Kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe übrigens meine Meinung geändert. Ich werde das so aufziehen, dass einfach die letzte Folge jetzt nicht länger dauern wird deswegen. Aber einfach, wir haben jetzt gerade Zeit und ich kann jetzt noch einmal so drüber sprechen, wie mir das Spiel persönlich gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat, was mir dadurch aber sehr, sehr gut gefallen hat. Und da, ob es für euch jetzt eine Empfehlung ist, das zu kaufen. Ich würde sagen, das Game erinnert leicht an Metro. Ich kann jetzt gerade aber nicht sagen, was früher da war. Ich werde es euch da jetzt auf jeden Fall aber noch da drüben einblenden, was früher da war. Metro oder Singularity. Ich stehe einfach auf Russland, postapokalyptische Szenarien. Das finde ich geil. Ich liebe Fallout, Metro. Es ist einfach. So, es weckt meinen Survival-Sinn so ein bisschen, obwohl es nicht wirklich Survival ist. Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Was mir ein bisschen anzipft hat, ist so ein bisschen so die Mechanik vom Spiel. Das Springen ist manchmal ein bisschen zäh. Auch das Schießen, manchmal sind einfach die Hitboxen von Objekten größer, als sie sein sollten. Aber ansonsten, ich finde das E99 sehr cool. Ich finde die Waffen sehr, sehr stimmig und das haben sie sehr, sehr gut inszeniert. Auch die Monster, weil ich es da gerade gesehen habe, sind einfach mega, mega geil. Also, wo gibt es Monster, die sich durch die Welt beamen können? Es bringt so ein bisschen Half-Life mit sich, mit der Hand. Es bringt aber auch so ein bisschen Portal mit sich, und dadurch, dass man so kleine Puzzle lösen muss. Nice, ich muss sagen, es war sehr, sehr cool. Ich kann euch das auf jeden Fall sehr empfehlen, das Game. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das gleich zum dritten Mal durchgespielt, wenn es mir nicht täuscht. Einmal auf der Xbox, einmal am PC. Und jetzt wieder am PC. Ich habe mich nicht mehr daran erinnern können, weil es schon Ewigkeiten her war, dass ich das Game gezockt habe. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich schon, dass ich es vielleicht in ein paar Jahren noch einmal spiele. Ja. Wie schon gesagt, Kaufempfehlung. Auch die Bossfights waren sehr cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt, so im Großen und Ganzen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst mir doch bitte noch ein Abo da. Über Bewertungen von jedem Video würde ich mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im letzten Let's Play. Bis dahin, ciao. Und für alle, die sich fragen, was ist eigentlich mit Catherine passiert, schaut es euch an.